Willkommen zurück zu einer neuen bitterkalten Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder eiskalt mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen, bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen, egal ob PlayStation 4 oder 5. Beides geht. So, Axt rausholen. Also die Steuerung ist eigentlich auf den ersten Blick genauso wie im Vorgänger. Und ich finde auch optisch haben sie die Gesichter ein bisschen schöner hinbekommen. Das dachte ich mir nämlich jetzt noch bei. Er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Das dachte ich mir noch bei der PC-Version, dass zum Beispiel Freyas Gesicht nicht so gut aussah. Aber ich glaube, hier haben sie dann noch mal ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Hier sind auch keine Spuren. Aber sonst merkt man, dass das alles aus einem Guss kommt. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Müssen wir hier durch? Er ist da wirklich mit diesem riesigen Wolf durchgekommen? Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ach, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Wieder mal mit Geistern. Das ist typisch für ihn, ne? Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Barbaren? Na, ihr wollt unbedingt sterben, ha? Okay, noch ein großer, dicker Boy. Bam! Menschliche Gegner auch direkt hier. What? Arme, die abfliegen? Meine Gebete wurden erhört. Arme, die ich wegschlachten kann? Da geht mir ja direkt das Herz auf. Ein Kopf, den ich weghauen kann? Was ist denn da passiert? Woher der Sinneswandel? Okay, ja, gut. Warte. Was? Kratos ist zurück? Muss ich nicht mehr zurücknehmen. Der Junge ist jetzt erwachsen. Der kann alles sehen. Die pädagogisch wertvollen Tage sind vorbei. Ja, moin! Verfluchte Räuber! Sie dürften nicht so nah rankommen. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Okay. Okay, und? Spiel. Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Auch das Blut ist jetzt viel intensiver. Davor war es ja eher so ein bisschen geschwärzt. Man hat halt wirklich... Das war meine Meinung bei God of War. Man hat es wirklich entschärft. Ja. So habe ich das wahrgenommen zumindest. Weil natürlich sieht rotes Blut derber aus als... Was ist das hier? Unzerstörbarer Käfer. Als schwarzes, ja. Das war alles so ein bisschen dunkel gehalten und auch so die Finisher und so waren halt jetzt gar nicht so derbe. Die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Kommst du den Weg frei? Moment mal, wenn es hier weitergeht... Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Der Satz... Das ist sehr viel Blut, Bruder. Wir müssen ihn finden. Was geht denn hier? Moment.
Ja, ich schaue mich ein bisschen um. Hey, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Hier müssen wir nicht durchrushen wie bei der PC-Version. Da ging es mir nur um die Geschichte. Aber wir haben ja Zeit, Freunde. Alles gut. Wir schauen uns hier in Ruhe gemütlich um. Looten, was wir eben looten können. Perfekt werden wir es nicht durchspielen, denn ich habe es natürlich auch noch nie gespielt. Dass ich Dinge übersehen werde, logisch. Aber keine Eile. Und was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Halte gedrückt. Okay. Moin. Nicer Move. Oh, der ist eingefroren. Nice. Eieiei. Eieiei, Kratos. I like this, my friend. Ha, aber die werden zu Laub. Bleiben nicht liegen. Aber trotzdem, das ist der Mann, den ich kenne, wenn ich den Namen Kratos höre. Uiuiui, brachial. Wird auch zu Laub. Also Leichen bleiben schon mal nicht liegen. Zumindest diese nicht. Ich meine, die anderen haben sich ja auch immer aufgelöst. Wie war es denn in den Vorgängern? Sind die liegen geblieben? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube teils, oder? Obwohl, nee, die haben sich auch aufgelöst. Besonders bei den Massen. Ich glaube, da lag auch nichts rum. Aber er zerteilt sie richtig. Wo ist jetzt die Spur? Die bleiben liegen. Junge. Ihr so eine Barbarentochter. Wer, wo, wie, was? Linke Seite. Mehr Räuber. Bin dran, bin dran. Na schade, den wollte ich gerade noch finishen. Zu viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Lager, ja, dann orten wir es doch aus. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Können wir das? Ist irgendwie nicht so mein Stil. Ist irgendwie nicht so mein Stil, leise sein. Ich weiß nicht. Kratos, der schleicht. Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Das wäre irgendwie merkwürdig, oder? Ein Stealthy Kratos. Tod von oben. Let's do it. Okay, du bist nicht nah genug dran. Sorry, Dude. Vorsicht, rechts! Na, schmeckt der Knochen? Was haben wir hier? Hacksilber. Der Dude, der Hack. Ich zerleg hier deine Einrichtung. Nur damit du es weißt. Die Spur führt hier durch. Tiefer hinein. Es kommen mehr. Ohne sich die Dinger zu zerdappdudeln. Ja, es gibt alles ein bisschen Silber, ne?
Je mehr, umso besser. Fürs Upgraden später. Was haben wir hier? Beute. Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Wo ist der Bär? Über dir, Feuer! Au! Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf! Ja, Moment. Hinter dir! Ja. Gestresst, ich bin nämlich noch nicht so strong. So, Schleuder-Oma. Okay, die haben wir gut weggebügelt. Immer schön rein mit den Pranken. Alright. Kratos klingt ganz schön fertig. Dem Mann geht die Puste. Wow, die kann ich nicht aufmachen, weil Gegner in der Nähe sind. Du! Oh, kleiner Wichtel. Ich bin ein Gott, Alter. Wer denn noch, ha? Huh? Wer denn noch? Ach, da unten. Schleuderweiber. Alter, die habe ich in der Mitte halbiert. Atreus, bist du hier? Ist auch besser so. Suchen wir einen Weg hinaus. Die Spur führt wieder heraus. Wir müssen hoch, um sie wiederzufinden. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Atreus, wo bist du? Alter, was ein Biest. Gutes altes Bärencatchen. Wow. Oh, ja, der ist ziemlich pissy. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Bärchen. Muss doch nicht sein, Alter. Au, der geht mir ordentlich auf den Lack. Uiuiuiuiui. Goddammit, Bär. Jetzt hast du es geschafft, Bär. Jetzt hast du es geschafft, Alter. Jetzt hast du es geschafft, Bär. Jetzt werde ich fucking ungemütlich. Jetzt hast du ein verdammtes Problem, du dämlicher Teddybär. Boom. Bärenkeule. Alter, ich hab geblockt. Yogi. Bevor er wieder aufstampft. Ha. Er haut hier noch hinterher. Oi, 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 oi. So, jetzt lass mal wieder so ein bisschen in den Flow reinkommen. Achtung.
Like a real teddy bear. Na her hier den Dreck. Ah, gleich bist du erledigt. Oh, jetzt macht er den. Wow. Achtung. Auf ihn, er ist angeschlagen, Bruder. Ja. It's Cloppery Time. Das ist aber auch ein Biest. Atreus! Was? Konzentrier dich. Heile. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Boah, ich wäre beinahe gestorben an der Sache. Tja, Junge. Okay, nach einem Kampf regeneriere ich immer wieder ein kleines bisschen Gesundheit. Das ist gut zu wissen. Hier entlang. Und? Reden wir darüber, dass der Junge zum Bären geworden ist? Ja, tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Du gibst mir die Schuld? Ich geb dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Er kann natürlich nicht wie General denken, weil...
Er hat seine Lehren daraus gezogen. Er hat seine Lehren daraus gezogen. So, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Zieht eure Lehren aus dieser Folge. Was machen wir noch hier draußen, Bruder? Kehren wir heim. Ja, machen wir. In der nächsten Folge. Ich gebe Gas für euch da draußen. Denkt ans Gewinnspiel. Einfach nur kommentieren, bewerten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und...